Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau in der letzten Folge haben wir hier die dritte Mission, Wachablösung, durchgespielt. Und in dieser Mission ist Grigor tatsächlich gestorben, Grigor Stojanovic. Und ja, der große Roboter, den ihr da im Hintergrund seht, der übernimmt jetzt quasi seine Nachfolge. Und das Juwel im Osten wartet auf uns. Da würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal rein. Zack. 2092, meine Güte. Als seine Macht gefestigt war, begann Grigor der Zweite einen Blitzkrieg gegen die letzte Macht auf dem Kontinent, die noch eine Gefahr für Neurussland darstellte. Das mächtige China. Das Gemetzel war schrecklich. Den chinesischen Verteidigern warf sich Welle um Welle von Schwarzhemden entgegen. Das Patt wurde schließlich in der Mongolei aufgehoben, die zwischen den beiden rivalisierenden Supermächten lag. Die Russen schafften unter schrecklichen Verlusten einen Durchbruch. Jetzt ist die Vorhut der russischen Truppen weit vom Nachschub abgeschnitten. Bittere Kämpfe und der mongolische Winter fordern ihren Tribut unter den Menschensoldaten Neurusslands. Eine ironische Verdrehung der russischen Geschichte. Wird der Sieg nicht bald errungen, kann es zu spät sein. Aber Grigor der Zweite und seine Truppen haben ihr Ziel fast erreicht. Peking, die Hauptstadt Chinas. Während riesige Armeen auf beiden Seiten kämpfen, wurde eine Geheimmission gestartet, um die Fabriken zu erobern, in denen die Mehrzahl chinesischer Soldaten produziert wird. Gelingt dieser kühne Coup, wäre dies das Ende des Chinesenheers. Aber der Zeitplan entscheidet über den Sieg. Oh, liebe Freunde, es geht nach China. Krass. Ja, nachdem wir halt im Westen und in Moskau für Ruhe gesorgt haben, ne, bleibt halt nur noch der Weg nach Asien. Und genau, das wird jetzt verdammt interessant, muss ich sagen. Wir haben hier China, hier was Invasionsstreitmacht und wir gehen Richtung Peking, Tientsin, Hsinchu und Xi'an. Das sind, glaube ich, sogar echte chinesische Städte. Und genau, wir sollen jetzt hier Cyborg-Fabriken erobern mit unseren Priestern. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Die Moderne liegt natürlich in Asien, ist klar. Wie es sein soll. So. Oi, Von Hubschrauber. jetzt an gibt es kein Zurück mehr. Wie man so sagt, Sieg oder Tod. Wenn wir nur mehr Truppen für diese Mission hätten. Bismarck sagte einst, die Probleme seiner Zeit würden mit Blut und Eisen gelöst werden. Wir müssen unsere nur mit Eisen lösen. So tief in Feindesland können wir konventionelle Truppen nicht gut versorgen. Außerdem nutzen sie uns mehr, wenn sie Chinas Heer an der Front beschäftigen. Das sehe ich auch so. Aber vielleicht können wir ja einige Einheimische auf unsere Seite ziehen. Im Krieg gibt es immer Einheimische, die auf der Seite der Sieger sein möchten. Okay. Wir sind also fast nur noch eine Cyborg-Armee. Boah, schaut euch das an hier. Wir haben hier Apols. Oh, was haben wir denn da? Ionenpuls und Fraktionsschild. Was ist denn das? Ich meine, das habe ich ja noch nie gesehen hier. So. Genosse? Das hier ist der letzte Mensch, der da noch übrig geblieben ist. Major Molotow. Molotow-Kollege. Der letzte Mensch. Okay. Wir haben hier noch ein paar Zivilisationspunkte. Machen wir mal die Roboter stärker. Panzerung ist eigentlich gar nicht mehr schlecht. Und Trefferpunkte. Jupp. Okay. So, was haben wir hier? Krieg gegen China, liebe Leute. Ich weiß ja nicht, ob das so gut geht, aber wir haben halt. Nein, um Gottes Willen, lass doch die China-Häuser in Ruhe. So. Oh Gott. Ach du Heilige. Wow. Apols, kommt mal her, bitte. Apols. Oh Gott, nein. Oh, verdammt. Apols, was seid ihr denn so langsam?
Okay, halt den hoch. Oh, ich habe meine schönen Flieger verloren. Sagt mal. So, hier. Wie, ist jetzt schon weg oder was? Ah, nee, okay. Wir werden unsere Verbündeten doch belohnen. Ihr Leben wird gelohnt sein. Lässt man ihnen die Freiheit, könnten sie zur Bedrohung werden. Gregor der Zweite, du bist lustig, ey. So eine krasse Diktatur hat noch nie funktioniert. Pff, ganz ehrlich. Aber... Hä? Wartet mal. Wartet mal. Hä? Ich dachte, wir können das jetzt hier haben. Was zur... Hä? Wartet mal. Jetzt hört mal auf, hier alles kaputt zu machen. Ich dachte, wir kriegen diese Stadt. Wir werden angegriffen. Hä? Da bin ich jetzt aber echt ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Wartet mal. Bekehren und verteidigen Sie mindestens 8 chinesische Cyborg-Fabriken oder Labors. Ja, Leute... Wie denn? Da haben wir Xian, die Stadt, ne? So. Ja, wir sollen irgendwie bekehren. Ach. Ah, wartet mal. Wir können hier Priester bauen. Ja, dann bauen wir 2 Priester. Lass mal die Gebäude da stehen, bitte. So. Ach ja, diese Mission ist das. Chinesische Stadt. Diese Mission ist das, die ich noch im Kopf hatte, tatsächlich. So. So, da ist der Priester. Ah, der muss erst die Energie aufladen. Ah, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Oh Gott. Jede Menge Wachposten hier. So, ich brauche... So, meine 2 Priester sind fertig. Jetzt hört doch mal auf. Ich will hier die Sachen behalten. Mensch. Das kann doch nicht so schwer sein. So, kann ich mir jetzt hier... Hä? Ach! Ja, stimmt. Wir müssen die Universitäten platt machen, Freunde. Damit wir die Gebäude hier kriegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Ob wir die Gebäude echt kriegen? Das ist das erste Mal, dass wir hier mit Priestern arbeiten. Pagode, geil. Schau euch das mal an, wir sind in China. Cool. So, Priester, dann könnt ihr jetzt hier... Wir bekehren Gebäude, was zur Hölle? Oh... Ey, lasst meine Priester in Ruhe. Ach, ihr seid doch... Okay, ich habe jetzt zwar nicht verstanden, was er da erzählt hat, aber... Peking, okay. Ach, Freunde, das ist doch nicht wahr. Meine schönen Priester. Oh, aber wir können Ares-Roboter bauen, das ist sehr gut. Moment, nicht schießen. Ja gut, das hier könnt ihr dann halt kaputt machen. Wir können Ares-Roboter bauen. Oh mein Gott. Das ist schon geil. Aber können wir nicht auch irgendwie Bürger hier? Genau, das sind doch Bürger. Die können wir uns doch holen. Jetzt bringen sie Molotow zum Forschungskomplex in Xi'an, um dort chinesische Technologie zu stehlen. Oh, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Ihr bleibt bitte hier stehen, ja? Ihr kämpft jetzt nicht. Ich bleib hier stehen, Stellung halten. So, wir rüsten uns einfach auf. ich glaube, wir brauchen noch 1-2 Priester. Ja, da wartet mal. Wisst ihr was? Ich kann den hier auch nutzen. Dann reicht hier auch einer. Wir brauchen auf jeden Fall diese chinesischen Leute. Und, ja... Freunde, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei Empire Earth.
Wie wir jetzt hier weiter... uns hier weiter ausbreiten als neue Russland. So, was ist das da? Du sollst bitte nicht auf das... auf die Pagode schießen. Die hat dir doch nichts getan, Mensch. So, können wir uns jetzt hier irgendwie... Einheiten besorgen? Molotow, ne? Molotow, du sollst doch da runter, oder? Bringen Sie Molotow, ja. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal nach Xi'an. Aber ich würde mich gerne erstmal hier aufbauen. Dafür bräuchte ich halt ein paar Bürger. Wartet mal. Dafür bräuchte ich halt ein paar Bürger. Ich glaube, sind hier vorne nicht noch... Hier vorne sind doch Bürger, oder? Da sind Bürger. Okay, sehr schön. Alles klar, die können wir bekehren. So. So, wir können uns Bürger klauen. Haha, ist das nicht geil? Bao Tao und Xi'an. So. Aha, sehr schön. Was machst du denn schon wieder mit dem armen Krankenhaus? Da sind noch mehr. Ah, sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt gleich hier wieder aufbauen. Ah, sehr gut. Das läuft gut, muss ich sagen. Okay, das gefällt mir jetzt aber gar nicht hier. Hey, 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 hey. Ihr Feiglinge. Ihr Feiglinge. Lasst beide Bürger in Ruhe. Ah, verdammt nochmal. So. Penner. So. Priester, nimm bitte das Gebäude. Jetzt hör auf! Ach, du Heilige. Zwei Stück haben überlebt. Das ist ja wohl nicht wahr. Na komm, Priester. Drei, okay. Die kann ich gar nicht. Ah, da kommt mir einer schon entgegen hier. Das ist doch schon mal nett. So, perfekt. Ich muss hier auf meine Bürger aufpassen, ey. So, baut mal bitte eine... ein Kapitol. Ja, perfekt. Dann bauen wir hier ein Kapitol hin. So. Direkt ein Kapitol. So. Dann hol dir die Mühle. Was soll denn das? So, die Roboter, die brauchen überwiegend Gold. Wie jetzt? Wie, ich kann keine Bürger bauen? Warum das denn? Hallo, warum geht das nicht? Ich kann keine Dings mehr bauen. Ja gut, das ist dann natürlich blöd, ne? So. Ja, toll. Ich kann keine... Da muss ich die kaputt machen, die Sachen, ne? Ja, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich die kaputt machen. Tut mir leid. So. Was ist das denn hier? Wo kommt der denn her? Der Wächter. Dann macht die Sachen hier kaputt los. Lass doch mal das Krankenhaus in Ruhe, ehrlich. So. Ich weiß, ihr mögt eure Zerstörungslust hier, aber... Ah, da sind ganz viele. Da sind ganz viele. Alles klar. Wer schießt hier wieder? Wo sind unsere... Was ist das denn, Raketensoldat? Die machen hier alles kaputt. So, wo sind meine Priester? Haben sie die... Ah, nee, da sind sie doch. Okay, wunderbar. Alles klar. Gut, Priesterchen, dann kommt mal bitte. Wir können leider keine Bürger selber bauen. Das heißt, wir müssen uns hier die Bürger holen. Dankeschön. So. Weiter geht's. Wie, die sind jetzt weg? Okay. Dann sind die halt weg. Rostzor! Ein Flieger. Wie soll ich die denn platt kriegen? Wartet mal. Können die auf die Flieger gehen? Nee, auch nicht. Ja, gut, aber die, wir haben hier jede Menge Abholz. Also, das ist, so ist es ja nicht. So, Priester, hol dir bitte noch mehr Bürger. Das erste Mal, dass wir Priester benutzen hier, ey. So, was ist das hier? Ein Hubschrauber.
Batz, wunderbar. So, wunderbar, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier uns wieder 4 Bürger besorgt. Oh Gott, ich brauche mal eine Mühle, ne? So, ich brauche mal eine eigene Mühle. Zack, wunderbar. Können wir uns selber Nahrung beschaffen. So, dann hier. Holt euch die nächsten Bürger. Wo werden wir jetzt schon wieder angegriffen? Verdammt nochmal. Panzer. Centurion-Panzer, die besten, die es hier gibt, ey. Krass. Okay, kaputt machen, so. Alles kaputt machen, zack. Und hier, so. Der Sack, der heilt sich, ne? Gregor II, komm mal her. Helft dem mal. So, das heißt, die können hier bitte weiterhelfen. Bevor du abhaust. Bleib schön hier. Sehr schön, dann ist die Mühle voll besetzt. Meine Güte, das ist ja eine Mission, ey. Na gut, jetzt wieder dieser blöde Flugzeug hier. Wartet mal, ich kann aber... Ah, ah, Bürger, komm mal her. Bau mal eine Flak. Bau mal Flaks. Geil. So, die Abholz, die heilen den schön wieder hoch. Ja, komm, dann macht die Häuser kaputt. Ist okay. Die eine Frau, die baut da schön die Flaks. Ja, finde ich gut. Das ist so witzig. Die Priester. Ja gut, dann ist das halt so mühselig hier, ne? Dann ist das leider so. Ja. Der Vogel. Alles klar, dann brauche ich weitere Bürger. Für Holz. Dann haben wir tatsächlich gleich eine ordentliche Ressourceneinkommen, würde ich mal sagen, ne? Da fehlen noch 2 Stück. So, dann holt euch die nächsten beiden. Zack, zack. Wunderbar, die können dann bitte an das Eisen gehen. Währenddessen können die ja weiter hier die Cybox bauen. Genau. Sehr gut. Vorbereitung ist alles hier, Freunde. Vorbereitung ist hier echt alles. Können wir Türme bauen? Wir können Lasertürme bauen. Okay, das mache ich gleich. Das mache ich dann gleich mal. Weil die nerven hier ziemlich, die Gegner. Deswegen... Was versucht er da? Alles klar. Priester, holt euch die Frau. Holt euch die Frau. Holt euch die Frau. Verdammt. Die ist zu schnell weg. So, das war's mit dem Flugzeug. Wunderbar. Und ja, so können wir uns tatsächlich dann hier echt aufbauen, ne? So. Wir kriegen hier quasi kostenlose Bürger. Das ist natürlich mal richtig gut. So, kriegen wir hier noch mehr? Ja, da. Cool. Okay, ich brauche unbedingt die Unterstützung für den Turmbau. Weil, ja, ich hätte ganz gerne, dass die... Dass die Türme bald stehen, weil wenn er wieder hier angeschissen kommt, das ist dann uncool. So, tock, 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 schön die Türme aufbauen, los. Sehr schön. Die Ressourcenfelder sind voll besetzt. Sehr gut. Oh, wieder 3 Stück, geil. Hey. Ah, verdammt. Der ist tatsächlich abgehauen, aber nicht schlimm. Die kotzen da wieder rum. So. Es geht voran, liebe Freunde. Und ja, tatsächlich an diesem Freitagabend, ich nehme das freitagsabends auf, Empire Earth. Um 10:30. Und ja, habe gerade vorletzte Folge hochgeladen. Was? Wo kommt der denn auf einmal her? Ja, wehrt euch, kommt. Dann wehrt euch. Macht den platt. Oh, verdammt. Oh, scheiße.
Ach, zum Gott. Zum Glück können die sich wehren. Och, die feige Ratte. Echt. Diese feige Ratte. Schön meine Bürger wegnehmen wieder. Das, okay, das heißt... Okay, sind das hier schon 8? Das sind, glaube ich, schon 8, oder? Ah ja, das sind schon 8. So. Das heißt, ich brauche hier oben Türme. Ganz dringend. So. Das hier sind mehr als 8, oder? Das ist einer zu viel, ja. Aber, hä? 1, 2, 3? 4, 5, 6, 7, 8? Nein, das sind 8. Ja, es sind doch 8. Was soll denn das? So, da kommt er jetzt angeschissen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass der Gegner hier angekackt kommt. Aber wir haben eine starke Verteidigung hier stehen. So, macht, helft mal hier, los. So. 6 Gebäude müssen noch erobert werden. Bams hier. So. Zack. Und weg damit. Auf die Wächter. Wunderbar. Da ist schon wieder einer. Was so? Was? Da hat irgendeiner meinen Priester weggeballert. Das ist ja wohl nicht wahr. Och, das ist ja wohl nicht wahr. Wo kommen die ganzen Wachposten her? Und wieder mal alle meine Bürger vom Arbeiten gehindert, ne? Ach, meine Priester sind wieder tot. Mensch, Freunde. Die nerven. Die nerven aber ganz schön hier. So, chinesische Stadt hier. Weg damit. So. Ich stelle meine Panzer jetzt mal hier unten hin, ganz ehrlich. Was soll das denn? So. Das nervt langsam. Der Turm, Hauptsache, der schießt auf das Haus. So, du hilfst bitte wieder... Nahrung? Warum hast du Nahrung? Ach so, ja, du kommst von den Nahrungsfeldern. Okay. Du auch? Und du auch. Okay. Alles klar. Dann haben wir hier zumindest wieder 6 Stück. Was ist hier schon wieder? Hubschrauber. Hubschrauber. Ach, geht doch nicht immer auf meine Bürger, Mann. Die sind so feige, ne? Die sind so feige. Das ist unfassbar, echt. Aber, nicht schlimm, wir können ja Priester bauen. Ja, da müssen wir uns wieder aufbauen. Die sind lustig, echt. Dann war die Folge gleich voll. Aber, ja, es ist halt... kommt halt vieles angekackt hier von den Gegnern. Ja. So, dann Ares, Roboter. So. Sehr schön. Und dann hole ich mir jetzt gleich von hier die Bürger von denen. Der schickt die ja immer so nett hier hin, ne? 4 Stück wieder. Die brauche ich direkt für die Nahrung. Da kommt er wieder. Wunderbar. Schön abschießen. Runterholen die Flugzeuge. Los. Bams. Wunderbar. Gut, dann bekehren. Der schöne russische Priestergesang hier. Geht hier bitte direkt zur Nahrung. So. Alles klar, dann haben wir wieder 50. So. Echt das erste Mal, dass wir hier Priester benutzen. Aber ich find's cool. So, wir kriegen wieder Nahrung rein. Alles klar. Amen, genau. So, hier sind wieder welche beim Holz. Und... Ach, dann ist meine Folge auch schon wieder voll. Ey, bevor du abhaust... Verdammt. So, perfekt. Ach, den haben sie sogar noch gekriegt hier. Okay, wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Muss der noch hier hin? Was zur... Was macht der denn? Okay. Bring das Holz weg. So. Bring das Holz weg und dann kannst du direkt zu dem Eisen gehen wieder. So, wunderbar.
Priester, ihr holt euch bitte die nächsten. Die nehmen sich auch immer die, die abhauen, ne? So. Alles klar, dann. Hier. So. Los, weiter bekehren hier. Ruhm, genau. So, perfekt. Dann haben wir wieder drei Stück. Dann können wir uns hier wieder mit Türmen bisschen zumindest einmauern. Ja, einen können wir bauen. So. Ruhm, genau. Verdammt. Die sind so schnell, die Leute. So, Bams. Wunderbar. Oh, sehr schön. Wir kriegen hier Gratisbürger. Hallo, du sollst ihn bekehren und nicht dahin gehen. Yo. Yo, die Türme wieder. Aber die Türme sind da in Action, das passt ganz gut. So, alles klar. Ja, ich würde eigentlich ganz gern die Folge beenden, aber... Naja, es ist halt gerade ein bisschen kacke. Da haben die einen Turm von mir platt gemacht, das ist ja nicht wahr. Bams. So. Okay, das heißt, die nächste Frau hier... So, Priester. Holt euch ein paar Bürger, bitte. Wir werden angegriffen. So, von wo denn jetzt? Ah, ha, 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 ha. Nein, 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 nein. Schön hier reinziehen, los. Schön hier reinziehen. Ha. So, perfekt. Das heißt, ihr könnt dann auch wieder... Ihr könnt dann auch zum Stein gehen. Ist hier das einzige Steinvorkommen? Ja, hier ist das einzige Steinvorkommen. Oh, Mann. So. Gut, alles klar. Dann die Priester. Die holen sich wieder neue Bürger. Allerdings, liebe Freunde, ich würde mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.